Dustin schöne Liebesbotschaft und Privatfotos. So gratuliert er Lena Gerke. Happy Birthday, Lena, oder doch nicht? Eigentlich hätte Lena Gerke am 29. Februar ihren 35. Geburtstag feiern sollen. Doch der musste in diesem Jahr leider ausfallen. Das nächste Schaltjahr erwartet uns erst 2024. Gefeiert wurde Lena Gerke natürlich trotzdem von ihrer Familie, ihren FreundInnen und Fans. Partner Dustin Schöne hat sich für seine Liebste sogar etwas Besonderes ausgedacht. Auf Instagram erinnert der 37-Jährige an seine Liebesgeschichte mit der Ex-GNTM-Gewinnerin. Dazu teilt der Werbefilmregisseur private Fotos von sich und Lena, wie zum Beispiel ein dunkles Knutschfoto. In dem Repertoire befindet sich auch eine Aufnahme, die die beiden in Dubai in einer Wüste auf einem Quad zeigt. Damit hatte das Paar seine Beziehung vor rund 4 Jahren offiziell gemacht, wo alles begann. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine Komplizin, die mich in dem Chaos als Elternteil bei verstand und ein bisschen verrückt hält, kommentiert das in sein Posting. Und er amüsiert Fans mit einem weiteren Bild. Es zeigt Dustin und Lena mit einer Tüte in der Hand beim Verlassen einer Apotheke. Offenbar handelt es sich dabei um ein Paparazzi-Foto. Wenn sie nur wüssten, was in der Tasche ist. Punkt. Komma, kommentiert das Geburtstagskind den Beitrag seiner Community, kann das Paar nichts vormachen, zahlreiche Follower, innen tippen auf einen Schwangerschaftstest. Tom und Bill Kaulitz, beide 33, müssen den nächsten Schicksalsschlag verkraften, nachdem Familienhund Kappa im Alter von 15 Jahren verstorben war. Musste der Tokyo Hotel Frontmann kurz darauf von seiner Bulldogge Stitch Abschied nehmen. Jetzt ist auch Familienhund Anton tot. Die traurige Nachricht machen die Zwillinge in ihrem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood publik. Wir können es gar nicht begreifen, dass wir unsere Hunde, und zwar das komplette Rudel, unsere allerliebsten süßen kleinen Babys, innerhalb von 2 Wochen alle verloren haben, sagt der Mann von Heidi Klum, 49. Bei Anton und Stitch war es wahnsinnig überraschend, weil die beiden ja nicht mal 4 Jahre alt waren. Fügt er hinzu. Bill pflichtet ihm bei und betont, dass er nicht damit gerechnet habe, dass seinem kerngesunden Hund etwas zustoßen könnte. An einem Sonntag ist er plötzlich kollabiert und umgefallen, berichtet Bill. In Panik habe der Sänger seinen Bruder angerufen und ihm erzählt, dass er mit Stitch zum Arzt müsse. Zu diesem Zeitpunkt seien Tom und Heidi mit Anton auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen. Ich habe keine Tränen mehr über, sagt Tom, und Bill fügt hinzu, für mich waren es die traurigsten 2 Wochen meines ganzen Lebens. Ich habe noch nie so viel geweint, mein Gesicht ist aufgeschwollen. Anführungszeichen. Verliebt schmiegen sie ihre Köpfe aneinander, hinter ihnen geht die Sonne langsam unter, mit diesem Schnappschuss sorgt Sandy Gopot, 19, aktuell für Fragezeichen bei seinen Fans. Macht der Sohn von Verona Poth, 54, etwa mit dieser Aufnahme ganz nebenbei seine Beziehung offiziell und zeigt seine Freundin erstmals der Öffentlichkeit. Die Beschreibung von Mama Verona bei Gala, Ausgabe vom 5. November 2022, zu sehen auf RTL Plus, scheint zumindest zu passen. Demnach sei San Diegos Freundin Sportlerin und habe blonde Haare und große blaue Augen. Ich habe sie kennengelernt am letzten Tag, sehr süß, erzählte Poth und verriet, dass die Liebste ihres Sohnes zudem sehr durchtrainiert sei und davon träume, professionelle Tennisspielerin zu werden. Im April letzten Jahres haben die ehemaligen Wintersportprofis Miriam, 32, und Felix Neureuther, 38, die Geburt ihres dritten Kindes bekannt gegeben. In 2 Monaten feiert Lotta bereits ihren ersten Geburtstag. Wie schnell die Zeit vergeht, beweist die Dreifachmama ihrer Community jetzt mit einem niedlichen Videoclip ihrer kleinen Tochter. Einer der ersten Gänge am Morgen führt Klein Lotta offenbar an den Bücherschrank der Familie. Das Mädchen tapst putzig durch die Wohnung der Neureuthers und steuert zielsicher das Regal mit den bunten Geschichten an.
Wie die Instagram-Story der 32-Jährigen zeigt, früh übt sich eben. Seit ihrer überraschenden Trennung von ihrem zweiten Ehemann Tommaso Trussardi, 39, Anfang 2022 steht Michelle Hunziker, 46, medial ständig unter Druck, die Spekulationen über einen neuen Partner reißen nicht ab. Paparazzi lauern auf vermeintlich intime Abschüsse mit einem Unbekannten oder warten auf vertraute Spaziergänge mit ihrem Ex. Dabei liegt der Fokus der Moderatorin aktuell nur auf einem Traumprinzen, der neue Mann meines Lebens. Das ist der, der bald zur Welt kommt, verrät sie stolz und mit Nachdruck gegenüber der italienischen Zeitschrift Gente. Wer damit gemeint ist? Natürlich ihr erstes Enkelkind, das Tochter Aurora Ramazzotti. 26, noch unter dem Herzen trägt. Der mit Freude erwartete Junge soll angeblich im April 2023 das Licht der Welt erblicken. Michelle kann es kaum erwarten und sprüht vor Enthusiasmus, ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen, erklärte der TV-Star jüngst im Gespräch mit der Tageszeitung Corriere della Sera. Und versicherte, ich habe noch so viel Energie. Happy Birthday, Jona. Die älteste Tochter von Tanja Szewczenko, 45, feierte kürzlich ihren 12. Geburtstag und durfte sich über einige liebevolle Zeilen anlässlich ihres Ehrentags freuen. Auf Instagram schreibt Mama Tanja zu einigen privaten Familienfotos, heute ist dein 12. Geburtstag und wir wünschen dir nur das Beste. Als du geboren wurdest, fing für uns ein neues Leben an. Ein Leben als Mama und Papa. Unsere Dreisamkeit genossen wir 10 Jahre lang, bis du durch deine Brüder Verstärkung bekommen hast. Danke, dass du der Mensch bist, der du bist. Ein wundervolles Mädchen, die beste Tochter der Welt und seit 2 Jahren auch liebevolle große Schwester von Leo und Luis. Bewahre dir dein Herz, deinen Humor und deine Art und Weise durchs Leben zu gehen. Du kannst stolz auf dich sein. Und wir sind stolz, dich bei deinem Weg begleiten zu dürfen. Danke, dass wir deine Eltern sein dürfen. Danke für das, was du, auch uns gelehrt hast. Danke für all die wundervollen Momente, die du uns geschenkt hast. Danke für deine Liebe und dein Vertrauen, Sick. In einem weiteren Video zeigt die ehemalige Eiskunstläuferin, wie die Familie den besonderen Tag verbracht hat. Und es ging offenbar ganz schön emotional zu. Wie die 45-Jährige andeutet, das war ein toller Tag und dieses Reel musste ich jetzt einfach auch noch rausschießen, die mütterlichen Emotionen fahren Achterbahn, Sick? Anführungszeichen. Anna Adamian, 26, kann ihr Glück noch immer nicht fassen, nach jahrelangen Versuchen. Mittels Inseminationen und künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, erwartet die ehemalige GNTM-Kandidatin ein Baby. Vor kurzem feierte sie mit ihren FreundInnen eine Babyparty, jetzt präsentiert die Influencerin ihre Babykugel im Netz, und die ist mächtig gewachsen. Für die Aufnahme hat Anna Adamian ein eng anliegendes Outfit gewählt, dazu schreibt das Model glücklich, unser Wunder wächst und wächst. Die 26-Jährige kündigt zudem an, nun bereits in der 18. Woche schwanger zu sein. Einfach der Wahnsinn. Manchmal muss ich mich immer noch kneifen, dass ich all das wirklich erleben darf, schwärmt Anna. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Endete Quelle, Instagram.com, Gente, Corriere et, Cowlitz Hills, Senf aus Hollywood.